Wie schaffte es dieser Latschen plötzlich 8 Milliarden Dollar wert zu sein und was hat Barbie damit zu tun? Das ist Johann Birkenstock. Man kann ihn als Schöpfer des heute so bekannten Latschen bezeichnen. Aber erst sein Enkel Konrad stellte die Firma wirklich auf den Kopf. Konrad stellte fest, dass reiche Leute immer öfter ihr Geld für Wellness oder Urlaub ausgaben. Und so spezialisierte er sich auf offene Sandalen statt geschlossener Schuhe. Bis dahin war er eher als orthopädischer Schuh verkauft worden. Also Funktionalität war wichtiger als das Aussehen. Doch das Topmodel der 90er Jahre Kate Moss änderte das schlagartig. Ein Bild von ihr, auf dem sie die Sandale trägt, rückte die Birkenstocks das erste Mal ins Rampenlicht. Ab dem Zeitpunkt ist Birkenstock Kooperationen mit großen Modehäusern wie zum Beispiel Dior eingegangen. Der Umsatz ist auf bis zu 1,2 Milliarden US-Dollar in 2022 angestiegen. Und nicht zuletzt durch den Film Barbie sind die Verkaufszahlen noch mal mehr durch die Decke gegangen. Hier wird Barbie von der seltsamen Barbie vor die Wahl gestellt. Normale Birkenstock oder High Heel.